Herzlich willkommen zum neuen Part von Let's Play Monster Hunter World. Vielen Dank für deine Hilfe bei der Bazelgeuse-Studie. Nichts stimmt. Ein Forscher froher als lohnenswerte Forschung. Dies ist ein kleines Dankeschön von den Draufgängern. Ich bestehe darauf, dass du es nimmst. Mein Stern. Das war leicht merkwürdig. Neue Quest bekannt geben. Unsere Aufgaben. Okay, kann man nicht normal machen. Eventquests. Code Road. Achte. 8 Leben zu wenig. Tiefgrüner Blaues. Blues. Noch mehr Spezialarenen. Und heute ist die Rosa Ratian dran. Immer wieder zentral bleiben ist, finde ich gut, ist meine Meinung. Auf eine normale Mission. Und die Ratian hat was für ein... Die Rosa Ratian, was hat die neu für eine Schwäche? Das ist die Karte gewesen. Manchmal ist mein Kopf nicht sehr gut im Nachdenken. Drache, sonst Donner. Beides Elemente, die ich nicht gut habe. Das ist meine letzte Erinnerung. Ändern. Zorn und Hass. Ist so gut. Dann kann es ja auch gleich mal losgehen. Die rosa Schönheit. Nochmal was für deine Diener essen, mit Punkten natürlich bezahlen, dem Chefskoch Gericht. Und Steine, nee. Und wenn ich wieder vom Monster stehe, merke ich wieder, dass ich nichts habe. So ist es doch schon immer gewesen. Wie komme ich da hoch? Weil da laufen kleine Katzen. Okay. Das sind keine Katzen, auch nicht klein. Aber gute Helfer. Oder gesagt, Darsteller. Okay. Irgendwo eine Spur der Ratian zu finden und dann ist alles gut. Erstmal noch den. Ich hab doch das Netz auf ihn geschmissen. Oh. Da würde sich einer im Dreck rum.
Ich muss noch unbedingt lernen, wie es funktioniert alles richtig. Okay, ich habe eine lange Zeit nicht mehr gespielt. Das ist der Grund dafür nur. Ja, ein paar schöne Sachen noch mitnehmen. Gibt es hier nirgendwo eine Spur von der Ratian? Auch nichts. Nicht mal eine klitzekleine Spur. Also nur die Leute wieder. Kann schon mal ein bisschen ein paar Giftpilze holen. Schuppen. Jetzt führen sie mich endlich zum Monster, hoffentlich. Da waren irgendwo Schuppen, wo? Oh, waren die weit entfernt. Ja. Können die nicht mal langsam entscheiden, wo die hinwollen? Da, endlich. Wow, ging das weit. Ach stimmt. Da hat jemand der Gift. Und wieso rolle ich dann? Das Gift auch. Nee, das Gegengift meine ich und nicht das Gift. Autsch. Das war keine so gute Idee. Ernsthaft? Ich bin doch gesprungen, das könnte mich doch nicht treffen. Ja, schön. Los, wann kommt jetzt Abschluss? Null kannst du nicht mal aus durchhalten. Aua. Los.
Das war nicht sehr nett. Und wo ist es? Da ist es. Ich kann kaum was erkennen. Okay, der Schwanz ist abgetrennt. Also kann ich erholen. Und Monster kriegt was auf die Nase. Okay. Ratianmaterial. Wo? Da. Kein Wunder, wenn ich es nicht finde. Eine Schuppe war drin. Aus dem großen Stück bekomme ich nur eine Schuppe raus. Da hinten tanzt es jetzt rum. Schön. Können Sie mal aufhören, immer so viel rumzuspringen? Autsch, das tat weh. Eine glänzende Schuppe. Autsch. Da hinten ist er wieder. Und schon wieder. Autsch. Und noch mehr gebrochene Teile. Deswegen muss ich jetzt einmal rumlaufen. Und... Nein, das mache ich nicht. Ich bin klüger als das Viech. Nein, das will ich nicht tun. Und es läuft weg. Tolle Sache. Die ist so eine kleine Jagd. So viele Probleme bereitet.
Aber hier sind zum Glück viele Frösche. Hey, hier zum Beispiel. Boah, da ist auch noch ein Frosch. Frösche tun ja halt kaum noch was. Autsch, das tat etwas weh. Und das tat auch noch weh. Natürlicher Käfer. Und ich renn schon wieder in die Flamme rein. Oh. Nein. Rache. Ja, gut gemacht. Schön auf den Kopf geschlagen. Heißt aber, heißt nicht, dass du mich auch überrennen sollst. Okay. Der rennt ja nur noch. Und er rennt wieder über mich rüber. Irgendwo bei mir überrennt mich? Wie wir überrannt werden? Ich glaube langsam schon. Vielleicht durch die Rüstung mal wechseln. Los, das ist doch langsam das Ende. Ich hab genug von dem langsam mal. Egal, ich habe noch mal ein paar schöne Sachen bekommen. Und kann ihn gleich besiegen. Wo will er denn hin? Da hinten ist er doch gleich und ist am Schlafen. Das heißt, nochmal schärfen. Für den letzten entscheidenden Schlag. Und noch mehr weitere Sachen. Geschafft. Material. Material.
Und aus Seiden. War ja doch nicht so schwer, die Mission. Okay, nicht schwer, aber nicht so lang. Nervig. Nur wie man es beschreiben will. Kann man sonst noch was mitnehmen? Auch noch was mitgenommen. Also, und es ist Krisenjuwel. Diese Situation, dann Wiederbelebungsfähigkeit. Aha. Und was ist die nächste Aufgabe für uns heute? Und es wird sein... Aufgaben, Optionen, alle Quests. Der erzfressende Besatzer. Oder Feind mit zwei Hörnern. Um ehrlich zu sein, habe ich eigentlich Lust auf gar keinen von beiden gerade. Aber... dann nimm halt du. Bloß nicht die Kältrinke vergessen. Kaltgetränke. Und was war das für noch für ein Monster? Der Uragana. Und ich habe noch nichts über ihn. Ausrüstung ändern zu irgendwas Schönem. Die werden's machen. Der hat, glaube ich, sogar eine Eisschwäche. Dann auf in den Kampf. Wie viel ich meistens die Vorratstruhe fällt mir wieder auf. Oh. Na, die kommt einem immer so unwichtig vor im Moment. Bislang.
Nein, nein, nein. Karte nur aufrufen. Ich kann ihn auch nicht mal. Das heißt, erstmal suchen, wo er sich versteckt, unser lieber Huraganer. Machtsam. Irgendwo hier beim Vulkangebiet. Los, nimm den Kältetrank. Mal sehen, wo er sich versteckt. Nitropilz ist immer gut. Noch ein Nitropilz. Wo, bloß wo versteckst du dich? Doch nicht wahr sein, ich nirgendwo einen Hinweis gerade zu ihm finde. Frostpilz, Honig. Nein, den suche ich nicht. Den suche ich auch nicht. Ah. Autsch. Hab ihn gefunden. Tat aber weh. Oh. Noch mehr Furchen. Ja, ich laufe gerade genau in die falsche Richtung, ist mir klar. Auch mal absichtlich. Weil ich Spuren suche. Mich gut raten. Schon wieder voll. Frostpilz, den kann man kurz entsorgen. Und erstmal wieder alles ohne die rauspacken. Yippie, wie ich mich halt freue. Wegtruhe, verwalten. Diese Beute sind einfach zu klein. Egal, ich werde schon den Weg jetzt nun finden. Das war der falsche Weg. Na toll, nicht schon wieder. Warum suche ich immer wieder den falschen Weg aus?
Ich sollte mehr auf die Spielkäfer achten, unbedingt. Endlich geschafft. Schnell, Mist, getroffen. Nicht einschlafen. Ich brauche irgendwo einen Stein. Ein Stein. Ich brauche einen Stein. Wo ist ein Stein? Such einen Stein. Ja. Autsch. Erstmal suchen. Wo gibt es sonst was zum Runterfallen, runterschießen? Hier, wo ich stehe. Also ich muss das Monster hier locken irgendwie. Was er noch zählt. Okay, ich finde die nie. Autsch, das war schmerzhaft. Autsch, schon wieder überrollt. Der Kampf eignet sich echt sehr einseitig. Okay, eigentlich nur einen töten, ich heiße es eher. Er rollt, ich seine Bomben und rollt. Hallo, da ich auch wieder bewegen. Autsch. Okay, zwei gewonnen und dann auf einmal. Die Furchen waren ja auch sehr gut zu erkennen, wo die sind. Oh nein, der eine hat den Ort verlassen. Was tue ich jetzt bloß? Aha, hab dich abgeschossen.
Und das hat ihr nicht so sehr gefallen. Nein, nicht schon wieder. Oh, das war was Schlimmeres. Nein, der Kältedrang ist leer. Kältedrang, Kältedrang, Kältedrang. Da haben wir den Süßen. Oh, nö. Wer hat den bestellt? Ich nicht. Wow, gleich alle drei zusammen. Hilfe, meine Güte. Autsch. Ich will da nur einen Jäger, der ein Monster jagen will. Autsch. War ja klar, war ja sowas von klar, ich ohnmächtig werde. Das heißt jetzt. Kältetrank einwerfen. Und wo. Ich habe Ei verbraucht. Hab noch einen Versuch. Wir sind Efeu und noch mehr Efeu. Autsch. Noch eine Furche. Okay. Hier können wir, hier sehen die mich nicht so wirklich. Ach ja, noch ein Teil von dem, den brauche ich auch noch. Ist er jetzt blöd? Ja, er ist blöd. Autsch, schon wieder überrannt. Er überrollt, ja, ich weiß. Lass mich da wegkumpeln und lass mich auf dich draufschlagen. Hallo. Sehr witzig, Leute. Applaus, Applaus für diesen witzigen Vogel. Verwenden. Ja, so witzig sind die geworden. Wow, eigentlich kaum witzig ist die Geschichte.
Meine Güte, Spinnennetz. Nur sobald fertig sein mit der Welt. War hier noch eben nicht noch ein Material? Ist mir egal. Ich hatte den Kelle dran vergessen. Ich wollte nicht den, diesen kleinen Käfer abschießen. Oh. Bekämpft nicht mich, bekämpft den Großen dort. Hallo, bekämpft nicht mich, sondern den Großen dort. Nein. Nein, nein, nein. Wo da? So, geschafft. Ende aus. Schluss. Jetzt heißt es erstmal alles einsammeln. Meine Güte, war das eine schwierige Geburt. Und diesmal ist es ein Wasserabwehrjuwel. Endlich die Berichte. Weiße Krone. Das heißt, es ist nicht der größte. Weil die größten werden, glaube ich, nur mit goldenen Krone angezeigt.
Das wird auch schon von heute mit dem Bad. Wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao.